Hallo und willkommen zurück zu Dino Crisis 2. Ja, und letztes Mal haben wir ja einen ganzen Trupp Mosasauren platt gemacht und ja, eigentlich wollte ich nach der Folge erstmal Feierabend machen von der Aufnahmetechnik her und wir können die Leiter nicht mehr hoch. Das heißt, erstmal bis zum nächsten Speicherpunkt. Ich denke mal, dass wir später die Anlage hier leer pumpen können, damit wir dann überhaupt wieder zurückkommen können. Bis dahin. Müssen wir halt so hier weiterkommen. Die Rollläden sind halb geöffnet. Sie werden sich wahrscheinlich nie ganz öffnen, da die Wasserpflanzen hineingewachsen sind. Können wir irgendwie schwimmen? Jet beim Tauchen, Dreieck. Aha! Na gut. Sowas muss man auch wissen. Na gut. Wird trotzdem noch ein Part gemacht. Nicht wundern, ich habe da letztes Mal das Spiel auch durchgespielt, da war es aktuell, also. Da kann man auch mal Sachen vergessen in den Jahren. Gut. Machen wir jetzt das, was ich beim letzten Mal geplant habe. Nee, nicht Hemostat. Kleines Medikit. Munition. Einmal ein großes Magazin. Noch ein großes Magazin. Und noch ein großes Magazin, würde ich sagen. Zugegeben, das war jetzt nicht gerade billig. Aber es ist nötig. Also wir haben momentan nur diese eine Waffe plus die relativ schwache Nadelkanone und daher möchte ich dann doch schon ganz gerne etwas mehr Feuerkraft dann aktiv dabei haben. Wollen wir mal eben speichern. Ich denke mal, so viele Unterwasserabschnitte werden nicht kommen. Das heißt, die Waffe müsste eigentlich völlig ausreichen in diesem Zustand jetzt. Aber es zahlt sich tatsächlich aus, wie ihr merkt. Also es ist wirklich nötig, dass man diese Punkte dann auch sammelt und farmt. Weil wir kriegen immer wieder ein paar neue Sachen dazu. Und jetzt extra für den Unterwasserabschnitt haben wir nochmal eine neue Ausrüstung kaufen müssen. Wahrscheinlich muss man in der anderen Anlage auch noch spezielle Ausrüstung kaufen. Ich weiß es nicht mehr. Aber es kommt immer was Neues dazu. Knoten und Kabel. So. Da hoch.
Nö. Hätte ja sein können, dass da vielleicht noch irgendwas drauf versteckt ist, so eine Dino-Datei zum Beispiel. In der Passage 2. Da oben liegt auf jeden Fall etwas, was ich haben möchte. Au. Ja, da haben wir wieder einen Treffer kassiert, leider. Wir werden jetzt den Raum wieder clearen. Also wir werden es noch weiterhin beibehalten in dem Let's Play, dass wir nach und nach die Räume clearen. Was durchaus wichtig ist. Andernfalls wären wir nicht so gut ausgerüstet, wie wir aktuell sind. Sauen habe ich echt kein Glück, was die Kombos angeht. Wasser sind halt auch sehr, sehr langsam. Wie komme ich da hoch? Irgendwie muss er da auf jeden Fall hochkommen, wahrscheinlich von oben dann. Ein kleiner Aufzug, um ihn zu benutzen, musst du den Strom anstellen. Okay, also kommen wir wahrscheinlich von oben ran.
ist ein Steuerungsterminal der Wasserzirkulation beim dritten Energiereaktor. Die scheint so normal zu funktionieren. Das muss nicht benutzt werden. Wollte ich doch gar nicht. Mal drücken. Relativ viel gekillt, aber ziemlich viel abgekriegt. Jetzt hier Punkte sammeln wir wieder für später. Ja, bei dem Moses habe ich so meine Probleme. Die Raptoren kommt man meistens auch besser hören unter Wasser. Als jetzt das unter Wasser, so meine ich das. Haben wir gleich den nächsten Raum geklärt. 10.000 Punkte erst. Das ist nicht viel. Na gut. Heilung kriegen wir dafür locker rein. Die Munition können wir locker auffüllen. Aber wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. So viel ist wichtig. Solange wir hier nicht geldtechnisch ins Minus gehen, ist alles okay. Maximal Kombo 3. Nochmal 10, knapp 3000 Punkte. Unser Lebensbalken ist natürlich ja, halbiert. Egal. Abschnitt für Abschnitt werden wir uns hier durcharbeiten. Das ist aber halt auch manchmal echt blöd. Ob man die gerade im Blick hat, meinte ich. Die kleinen Mosas sind ziemlich übel. Und nicht gerade wenige.
Ich hoffe, das war's so langsam mit denen. Knapp 3000 Punkte. Ja, so langsam, aber sicher kriegen wir wieder ein bisschen was an Punkte rein. Wenn wir hier nicht wirklich Boni abgreifen können. Also in dem Raum zumindest. Nicht sicher, ob das jetzt der letzte war. Machen wir kurz zur Tür noch mal raus dann. Scheint der letzte gewesen zu sein. Okay, gehen wir in den nächsten Abschnitt. Haben wir noch Zeit? Mal ein bisschen genauer umgucken. Ich erinnere mich, dass hier irgendwo unter Wasser noch eine Dino-Datei war. Kann natürlich auch sein, dass das einer der anderen Räume war und wir da erst noch hinkommen von oben. Dass wir die Munition aufgestockt haben. Das ist auch, was ich gemeint habe mit unter Wasser ist das Ganze schwieriger. Man hört halt die, die Mosas nicht. Die Raptoren hat man jedes Mal aus dem Gebüsch springen gehört, aber die hier hört man überhaupt nicht. Man hört zwar hier und da ein bisschen drüber, aber... Zusätzlich werden die auch fast nie hundertprozentig getroffen, weil die Waffe zwar one-hitted, aber anscheinend nicht hundertprozentig trifft. Ich sag, also Boni erwarte ich hier eigentlich in den wenigsten Stellen unter Wasser. Dafür ist das hier unter Wasser echt viel zu starr. Thank you.
Ich wundere, dass der Mosasaurus so lange liegen geblieben ist. Bisher war es ja meistens so, dass sie sich relativ zügig aufgelöst haben. Naja, kein Punktebonus, aber wie viele Punkte haben wir gemacht? Knapp 5000. Ein richtig unangenehmer Abschnitt, muss ich sagen. Das wabernde Wasser. Plus die Geräuschdämpfung unter Wasser. Natürlich auch zur Folge hat, dass man die Gegner die ganze Zeit nicht hört. Auf jeden Fall gleich nochmal zurückgehen. Zwei mittlere Medikits kaufen. Das Vieh wurde noch nicht mal anvisiert eben beim beim Zielen. Also wenn der Raum gegnertechnisch geklärt ist, gehen wir zurück. Dann machen wir auch erstmal Ende für den Part. Dann haben wir zwei große Räume geklärt. Den fiesen Mosas. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann mal die ganzen Abschnitte hier noch weiter erkunden. Kann man gut denken, dass ja noch einiges auf uns zukommt. Wieder nicht anvisiert, der Gegner. Sag ja, richtig unangenehm hier unten. Weil wir müssen, denke ich mal, wieder so 30.000 Punkte haben. Naja, nicht ganz. Ah, das war es auf jeden Fall wert, dass wir die Waffe aufgewertet haben.
beim Einkaufen, was jetzt Munition angeht, oder bis auch Heizzeug angeht, werde ich auch mal gucken, dass wir wieder neue Munition beschaffen. Wieder ein Rosa gekommen, den wir nicht angekündigt bekommen haben. Das hier nimmt die auch nicht richtig auf Korn. Wieder Moses unterwegs sind. Wenn die wieder nicht richtig anvisiert sind. Und so war es natürlich auch wieder. Das ist sowas von mies. Okay, der Abschnitt ist auf jeden Fall böse, bitterböse sogar. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nur von oben aus hin. Ah, der Part ist jetzt was länger, aber da ist ein bisschen mehr zu klären. Allerdings muss man aber auch sagen, in dem Gebiet kommt man auch nur langsam vorwärts. Ist auch kein Wunder, dass unter Wasser kann man sich nicht so gut bewegen, wie wenn man so normal in der Gegend rumläuft. Man ist ja doch enorm eingeschränkt in der Bewegung. Kann auch nichts machen, wenn man einmal angefallen worden ist. Überhaupt nicht. Also man wird dann einfach nur in der Luft rumgewirbelt. Und ja, ihr seht es ja selber. So langsam aber sicher müsste der Bereich clear sein. Ah, das wird doch teuer. Also wir brauchen jetzt drei mittlere Tränke sage ich schon. Medipacks mittlerweile, obwohl. Naja, der kleine müsste eigentlich noch ausreichen. Also zwei mittlere neu und ein kleines. Wenn das hoffentlich reicht. Noch nicht sicher, ob wir hier jetzt endlich durch sind, dino-technisch.
immer noch nicht. Also es ist richtig übel hier. Autsch. Jetzt reicht das nicht mehr. Wieder nicht anvisiert. Also so gut wie das eigentlich funktioniert mit der Anvisierung unter Wasser, klappt die nicht. Muss ich leider mal so sagen. Jetzt brauchen wir schon drei mittlere Medikits. Wahnsinn, wie viele von den Viechern hier sind. Das Geblubber hat uns quasi das nächste Rad angekündigt. Noch eins. Hier denn noch? Also wir machen auf jeden Fall hier noch den kompletten Abschnitt clear. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Part mit Überlänge haben. Schon über 40.000 Punkte. Das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob wir jetzt endlich alles geklärt haben oder ob hier noch mehr spawnt. Und wir müssen auf jeden Fall auffüllen. Führt kein Weg dran vorbei. Und diesmal haben wir noch nicht mal das warnende Geräusch bekommen. Sind immer noch welche hier. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Was für Massen. Ja, gar kein Ende. Thank you.
da ist der nächste. Noch mehr? Muss doch mal gut langsam. Das gibt's doch nicht. Das Geräusch hat gerade gesagt, dass der nächste Vieh unterwegs ist. Part geht jetzt schon fast 40 Minuten und der Raum ist immer noch nicht geklärt. Wahnsinn. Na gut, ein mittleres Medipack, das ist sehr gut. Ich weiß, da unten war eine Tür, aber hier müsste es zu dem einen Medipack oder was auch immer das da ist, was da liegt, hinführen. Das will ich haben. Hier sollte es dann auch hoffentlich endlich gewesen sein mit Gegner. Schlimm. Ja, kleines Medikit. Okay. So kann man sich irren. Das war es immer noch nicht. Endlich Gegner oder wie? Da muss es dann mal lang gewesen sein, aber wie gesagt, also wir werden es auch gleich dann einen Cut machen, weil es wird halt viel zu lang. Also ich werde jetzt nochmal kurz darüber gehen und mal gucken, was am Ende von dem Weg da ist. Und dann werde ich nochmal schnell zurückgehen, speichern, auffüllen und dann reicht das auch für heute. Werden wir beim nächsten Mal wohl übel ja nochmal weiter klären müssen, wenn das hier nicht aufhört mit den Viechern. Ein Teil der Säule ist gebrochen, wodurch sie anfällig ist. Mit einer Waffe und etwas Feuerkraft könnte sie vielleicht zerstören. Ja, ich würde sagen, da müssten wir hin. Wir haben jetzt 40 Minuten, ich werde jetzt zurückgehen.
Ich denke nämlich, dass wir da oben dann runter kämen und dann da... Ja, okay, also da oben ist bestimmt auch noch ein großer Abschnitt, wo wir erstmal durch müssen. Nee. Nee, nee. Heute nicht mehr. Das waren jetzt lange Parts insgesamt. Das muss lang. Gut, dass wir noch ein Medikit gefunden haben. Das kleine werden wir noch benutzen. Ah, und wir werden zwei neue kaufen müssen. Hilft nichts. Die Mission muss man auffüllen. Wir sind komplett abgebrannt. Ja, nicht ohne. Nicht zu unterschätzen. $5000 allein für die Munition, aber wir haben ordentlich Geld gemacht. Dann werden wir jetzt noch speichern und dann Feierabend für heute. Haben wir auch fast 8 Stunden Spielzeit. Ja gut, 7,5 Stunden. Und beim nächsten Mal geht der Wahnsinn mit den Mosas weiter. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dann.